Jetzt sind wir wieder einmal in Albendorf am 12. Juni 2014 und hier sehen wir diese Wallfahrtsbasilika im schönsten schlesischen Sonnenschein angestrahlt. Die Treppenstufen, die hier hochgehen, sind 33 an der Zahl und symbolisieren dass die Lebensjahre von Jesus, der ja 33 Jahre hier auf der Welt gelebt hat. 33 Knöpfe waren auch bei den Priestern in der Priesterkleidung, die damals üblich war, das lange schwarze Gewand. So, und hier die Umgebung. Wir sind also hier mit dem Bus gefahren. Das ist ein Ford Transit, recht neues Baujahr. Dahinter ist der heilige Nepomuk und wir hoffen, dass der uns auf dieser Fahrt ins Schlesierland auch weiter beschützt. Wir haben schönes Wetter bekommen. Auch die anderen Tage waren fast zu heiß in dieser Jahreszeit. Die Wallfahrtskirche hier in Albendorf ist eine der größten schlesischen Wallfahrtskirchen und Waldenburg ist eines der größten Wallfahrtsorte überhaupt in dem damaligen deutschen Schlesien. Hier kommt man hinein in die Stadt. Außentemperatur, das Licht sehr hell, sehr hoch und dadurch kann man im Gegensatz zu sonst sehr gute Aufnahmen in dem Heiligtum machen. Schulklassen sind hier, die sich über das Gebäude, über das heilige Gebäude informieren. Reichlich ausgestattete Altäre, viele Seitenkapellen, ein Ort, der zur Ehre Gottes von den Schlesiern errichtet wurde. Hier war mindestens jeder gläubige katholische Schlesier einmal in seinem Leben zur Wallfahrt. Und deshalb wurde diese Pilgerstätte auch das schlesische Jerusalem genannt. Das ist die Zeichnung auf dem Deckengemälde. Hier der Hochaltar mit dem Gekreuzigten und in der dunklen Nische der Hauptaltar mit dem ewigen Licht. Hier in den Seitenaltären sind viele Bilder und Figuren untergebracht. Hier zum Beispiel die beiden Tafeln, Gesetzestafeln und hier die Geburt des kleinen Jesus. Natürlich sind viele Darstellungen heute nicht mehr dem Zeitgeist und dem Kunstgefühl entsprochen. Wir sind natürlich auch in dem Kreuzgang die einzelnen Kreuzwegstationen aufgebaut. Wir sind hier vor der Station, wo Jesus mit seinem Kreuz zusammenbricht. Das ist eine Station vorher und hier muss Jesus das schwere Kreuz auf sich nehmen. Eine weitere Station auf dem Weg zum Kreuz.
Hier sind die heiligen drei Könige und verehren den neugeborenen König, den König über Himmel und Erde. Die Figuren rechts und links sind Zeichnungen, offensichtlich sind die Originale nicht mehr vorhanden. Überall in allen Ausgängen und wo man hinsieht, sind prachtvolle Gemälde zur Ehre Gottes zu sehen. Hier von dem hinteren Eingang einen Blick in die Hauptkapelle. In den Glasscheiben spiegelt sich der Eingang hinter mir. Hinter der Kapelle ist auch eine große Fläche, ein Platz, an dem wegen störender Windgeräusche wurde der Originalton hier aufgegeben. Und wir sehen hier die Anlage hinter der Basilika, welches ein großes Feld ist, in dem auch im Freien die Wallfahrtsgottesdienste abgehalten werden können, ähnlich wie in Wallbürn. Hier sind wir am Ende der Kreuzwegstation. Jesus wird ans Kreuz genagelt, aber damit ist die Geschichte Jesu nicht zu Ende, sondern das wahre Wunder beginnt. Nach 3 Tagen wird Jesus von den Toten auferweckt und der christliche Glaube hat dadurch eine Hoffnung, die sich gipfelt darin, dass der Mensch, der gottgefällig ist und so lebt, wie Jesus es sich gewünscht und gelehrt hat, dass dieser Mensch einmal ebenfalls auferstehen wird und zum ewigen Leben erlangen kann. Und natürlich wird Papst Johannes Paul II., der jetzt auch heilig gesprochen ist, überall in Polen besonders verehrt. Und deshalb hat man ihm hier auch ein würdiges Andenken aufgebaut. Hier auf der linken Seite eine Monstranz. Das ist die Reliquie des heiligen Johannes Paul II. In der Reliquie ist Blut von diesem großen Papst. Zum schlesischen Jerusalem gehört natürlich auch ein Kalvarienberg und hier sind wir am Fuße dieses Pilgerweges und man sieht, wie steil doch der Anstieg auf den Kalvarienberg ist. Von der ersten Anhöhe des Kalvarienberges jetzt eine Aufnahme hinüber zur Kathedrale von Albendorf und links davon sehen wir die Friedhofsanlage dieses Städtchens. Eine herrliche Wolkenbildung. Es könnte die Wolke sein, aus der Gott in vielfachen Situationen zu den Menschen gesprochen hat. Und auch heute hat er uns, die ein Ohr dafür haben, auch etwas zu sagen. Jetzt haben wir bereits die ersten Stufen hinter uns gebracht und wir nähern uns der höchsten Erhebung. Was? Dreh dich mal um. So schön hast du noch nie ein Sonnenlicht gesehen. Ja, das stimmt. Wunderbar. Wir sind eine Station höher gekommen. Und noch schöner und imposanter ist die Aussicht auf Albendorf und seine Kirche.
Es hat gerade 11 Uhr geschlagen. Je höher man hier auf den Galvarienberg hinaufgeht, je schöner wird die Sicht und auf die Gottesdienstzentrale. Und im Hintergrund sehen wir in der Höhe des Kirchturmes Ausläufer des Heuscheuergebirges. Und rechts und links von dem Aufstieg sind eben die Kapellen untergebracht, wo die einzelnen Stationen Jesu dargestellt worden sind. Wir haben den höchsten Punkt des Galvarienberges erreicht und hier haben wir Jesus und in der Mitte und rechts und links von ihm die beiden, die mit ihm gekreuzigt worden ist. Wir sind dabei, hat Jesus im Kreuz dem einen Schächer, der seine Sünden bekannt hat, noch verziehen und ihm gesagt, dass er mit ihm in das ewige Reich des himmlischen Friedens eingehen wird. Und diese Hoffnung haben Milliarden Menschen gehabt und haben auch noch Milliarden Menschen, die an Gott glauben, seinen Lebensweg auf Erden nicht bezweifeln und darin den Lebenssinn sehen, Gott zu dienen, Gott zu danken und auf Gott zu hoffen. Wir gehen jetzt den Pilgerweg entlang, links von der Kreuzigungsszene und bewegen uns jetzt auf einige Kapellen zu und die hier an der Allee stehen, beziehungsweise eben da hinten rechts uns gelockt haben, einmal hinzuwandern, um zu sehen, was da zu sehen gibt. Zu unserer großen Überraschung hat man natürlich hier oben einen herrlichen Blick hinüber in die Landschaft der Grafschaft und kann am Horizont den Tafelberg sehr gut erkennen. Und hier ist er nun, dieser Tafelberg der Heuscheuer. Hier sind wir auf dem Galvarienberg und hinter uns sind die alten Glocken im Freien gelagert. Und hier haben wir eine schöne Sicht auf die Wallfahrtskirche. Und besonders beachtenswert ist jetzt natürlich, wie deutlich und klar der Tafelberg sich von den anderen Gebirgszügen abhebt. Und jetzt kommen wir dem Tafelberg etwas näher. Und wir wollen heute mal einige Figuren von diesem Tafelberg auf den Film bekommen. Und hier nochmal in Aufnahme die Glocken, Marienglocke und Herz-Jesu-Glocke und wie auch immer die einzelnen Glocken bezeichnet worden sind. Jetzt eine Aufnahme von der letzten Kapelle hinunter, den Galvarienberg.